Erwartungen begleitet worden. Was sie alles ansprechen, was sie erreichen, was sie verhindern soll. Ob Handelsstreit mit der EU oder Atomabkommen mit dem Iran, Merkel soll schaffen, was Macron nicht geschafft hat, Trump überzeugen. Frau Merkel kommuniziert ganz anders. Herr Macron versucht sozusagen die kumpelhafte Variante, aber in der Sache, so unterschiedlich die beiden auch sind, Merkel und Macron, in der Sache ziehen sie an einem Strang. Macron erhielt in dieser Woche einen Staatsempfang, Merkel bekommt ein Arbeitsessen. 2,5 Stunden sind vorgesehen. Seit Merkel bei ihrer ersten Begegnung mit Trump für die Fotografen nicht einmal seinen Handschlag erhielt, ist das Verhältnis zwischen beiden nicht freundlicher geworden. Trump poltert gegen Deutschland. Deutschland baut eine Pipeline nach Russland und bezahlt Milliarden für russisches Gas. Was soll das denn? Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 ist Trump ein Dorn im Auge. Er sieht darin eine Geschäftsbeziehung zwischen Deutschland und Russland, die die US-Sanktionen untergräbt. Merkels vielleicht wichtigste Mission? Sie soll Handelsschranken gegen die EU verhindern. Wieder steht Deutschland im Fadenkreuz des US-Präsidenten. Wir werden Steuern erheben auf Mercedes-Benz und BMW. Nicht wir zahlen, sondern sie zahlen. Noch ist die Europäische Union von Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumprodukte ausgenommen. Das könnte sich nächste Woche ändern, wenn die Ausnahmeregelung für die EU abläuft. In Regierungskreisen ist man nicht sicher, ob Trump sich überreden lässt. Merkel will für Freihandel streiten, aber Trump will punkten und wird Merkel nicht in allem entgegenkommen wollen. Und nicht nur wir warten auf Angela Merkel, sondern auch Heike Slansky bei uns im Studio in Washington. Heike, was erwartet das Weiße Haus ganz genau von der Bundeskanzlerin? Na, wenn es nach Donald Trump ginge, ist das ja ganz eindeutig. Er möchte vor seinen Anhängern punkten, bei seinen Wählern punkten. Und er möchte eben, dass diese Strafzölle, die er prophylaktisch schon mal verhängt hat, die vielleicht nächste Woche gegen Europa auch in Kraft treten, gegen Aluminium und Stahl, dass sich dadurch Bewegung in die Handelsabkommen bringen lässt. Das ist sein Ziel. Dann kann er sich als harten Hund hier darstellen, als besten Verhandler, so wie er das gerne preist, seinen Wählern zeigen. Und darum geht es ihm. Er möchte Bewegung ins Ganze bringen, um seine Agenda America First zu beschwören und eben hier zu punkten. Sie haben den Besuch von Macron angesprochen. Angela Merkel steht nicht nur die Tatsache, dass es ein Arbeitsbesuch ist und kein Staatsbesuch, offensichtlich so ein bisschen unter dem französischen Staatspräsidenten. Stimmt das? Wie ist ihr Standing bei Donald Trump? Ja, wir haben ja die Bilder in dem Beitrag eben noch mal gesehen. Wir erinnern uns an den Besuch vor einem guten Jahr Angela Merkel hier bei Donald Trump. Das Verhältnis steht mit Sicherheit nicht zum Besten. Angela Merkel ist ein ganz anderer Typ als Emmanuel Macron. Sie steht mehr auf sachliche Arbeit. Sie ist nicht eine Frau, die sich gerne inszeniert. Und sie mag mit Sicherheit nicht die Tweets von Donald Trump, womit er permanent die Welt verunsichert. Also diametral unterschiedliche Persönlichkeiten. Dass er ihr einen Handschlag damals verweigert hat, wurde im Nachhinein abgetan damit, dass er das nicht gehört hätte akustisch. Kann sein, wir wissen es nicht genau. Aber wenn man den Mann so beobachtet, Donald Trump, stellt man doch fest, dass er sehr gerne Körperlichkeit zeigt und sehr wohl weiß, mit Bildern und Symbolen zu arbeiten. Als er dann auch noch in der Pressekonferenz sagt, dass Angela Merkel und er etwas gemeinsam hätten, nämlich dass sie beide von Barack Obama abgehört worden sind, da konnte Angela Merkel noch nicht mal eine Miene verziehen. Also das Verhältnis gilt als unterkühlt. Er ist kein einfacher Gesprächspartner für sie. Das Treffen mit Emmanuel Macron, die letzten 3 Tage, der große Bahnhof hier, die Chemie zwischen den beiden, das ist was ganz anderes. Die letzten 5 Monate, bevor Angela Merkel wieder ins Amt gewählt wurde, hat es noch nicht mal telefonisch Kontakt gegeben. Und insofern wird das auch jetzt kein einfacher Besuch. Das Besondere hier ist nochmal zu sagen, dass im Vorfeld normalerweise ja bei solchen Besuchen längst
geregelt wird und klar ist, worauf es hinauslaufen wird. Dass das nicht der Fall ist, weder im Merkel-Lager noch bei Trump. Niemand kann wirklich im Vorfeld sagen, wohin die Reise geht. Heike, den Handelsstreit haben Sie ja angesprochen. Eines der großen Themen für Emmanuel Macron, wenn nicht das große Thema, war das Iran-Abkommen. Wird das weitergedreht werden jetzt bei dem Besuch von Angela Merkel? Mit Sicherheit. Die Europäer sind sich ja einig, dass sie auf gar keinen Fall wollen, dass US-Präsident Trump aus diesem Abkommen aussteigt. Er hat jetzt noch 2 Wochen Zeit, um zu entscheiden, ob er wieder Sanktionen gegen den Iran verhängen wird. Wenn er das tut, kommt das quasi einem faktischen Ausstieg gleich. Macron hat versucht, ihn davon zu überzeugen, dass das keine gute Idee sei, dass Amerika dieses Abkommen nun mal mit unterzeichnet hat. Und da kann man jetzt nicht einfach einseitig aussteigen. Und sie betonen beide, Merkel und Macron, als Kompromiss, dass man doch versuchen möge, einen weiteren Deal auszuhandeln, der eben die Bedenken, die man ja durchaus teilt mit Donald Trump, es ist ja nicht alles falsch, was er sagt, dass man die halt mit einbaut. Ob das allerdings gelingt, steht in den Sternen noch. Trump lässt alle im Ungewissen. Emmanuel Macron hat, bevor er abgereist ist, noch eine Pressekonferenz gegeben und da hat er das angedeutet, dass er nicht glaubt, dass Donald Trump im Abkommen bleiben wird. Insofern wird mit Sicherheit dieses Thema heute auch besprochen werden. Blicken wir auf den Moment der Abreise von Angela Merkel, also sprich in 3, 4, 5 Stunden. Was wäre ein generelles Ergebnis, was sie als Erfolg verbuchen könnte? Ein Erfolg wäre es natürlich, wenn sie Donald Trump davon überzeugen könnte, einen Handelskrieg nicht zu starten, indem er einseitig Zölle gegen Europa auch noch verhängt, sondern ihn davon überzeugen kann, dass man doch gemeinsam mit Europa Wege finden müsste, um eben gegen China vorzugehen, wo in der Tat es handfeste Kritikpunkte gibt, die die Europäer ja auch teilen, um eben die Handelsschwierigkeiten zu beheben auf eben internationaler Ebene und nicht einseitig. Das wäre ein Riesenerfolg für Angela Merkel, wenn sie Donald Trump wieder einbinden könnte. Aber wie gesagt, das steht in den Sternen, genauso eben wie das Atomabkommen. Ich sage herzlichen Dank nach Washington, Heike Slanski. Und wir blicken jetzt genau auf das Gebäude, in dem sich Angela Merkel in wenigen Minuten einfinden soll. Es ist der Eingang des Weißen Hauses. Dort wurde vor wenigen Tagen Emmanuel Macron mit seiner Frau empfangen. Da war das aber deutlich pompöser, vom roten Teppich über Fahnen der beiden Nationen, also sprich Frankreich und der Vereinigten Staaten. Das sieht jetzt tatsächlich ein Stück weit, ich sag's mal ganz kess, wie ein Hintereingang aus. Das ist es natürlich nicht, aber da soll Angela Merkel in wenigen Augenblicken eintreffen und dann, wie gesagt, der Zeitplan sieht vorher ein etwa 2-stündiges Treffen und dann die Pressekonferenz gegen 19.50 Uhr. Ob es dabei bleibt, beim französischen Präsidenten hat es sich eine ganze Stunde verzögert. Derweil begrüße ich ganz herzlich hier im Studio den Politikwissenschaftler Stefan Fröhlich von der Universität Erlangen-Nürnberg. Professor Fröhlich, wir haben unsere Korrespondentin jetzt gehört. Wie wird Angela Merkel dieses Gespräch angehen? Klar, sie ist ein gänzlich anderer Typ als Emmanuel Macron, aber wie wird sie sich sozusagen an den Präsidenten herantasten? Na, ich meine, die beiden haben nach dem Programm nicht sehr viel Zeit miteinander. 3 Tage war Herr Macron dort und hier geht es um ein Arbeitstreffen von 2,5 Stunden, das angesetzt ist. Da bleibt nicht viel Zeit für große Höflichkeiten und für all das, was wir während des Besuchs von Macron erlebt haben. Insofern wird man sehr schnell zur Sache kommen und die Themen sind relativ klar, die sind die gleichen. Der Unterschied im Grunde genommen liegt in der Inszenierung und liegt in der Atmosphäre, im Atmosphärischen zwischen Macron und Trump auf der einen Seite und Trump und Merkel auf der anderen Seite. Das haben wir schon gehört, aber in der Sache gibt es keinen Unterschied. Und da lassen sich die Europäer, ich denke auch gerade jetzt Macron und Merkel, auch nicht auseinander dividieren. Also es wird um Iran gehen, es wird vor allen Dingen natürlich um die Zölle gehen. Es wird vielleicht auch noch, wenn ein bisschen Zeit bleibt, um das Klimaschutzabkommen geben. Und dann wird man vielleicht sogar auch noch, wenn es die Zeit zulässt, auch noch was zu Nordkorea sagen. Da passiert ja im Moment auch sehr viel. Und da hat Trump ja auch, wie er zumindest für sich reklamiert, einen großen Teil, wie er meint, zu beigetragen, dass Bewegung ins Spiel gekommen ist in Korea. Also das auf der Halbinsel, das werden die Themen sein. Jetzt haben die Amerikaner gestern ein bisschen den Druck im Kessel noch erhöht in Sachen Handelsstreit. Plötzlich ist auch die Bundesregierung scheinbar nicht mehr sicher, dass möglicherweise ab 1. Mai Strafzölle gelten. Halten Sie das für wahrscheinlich?
Ja, also im Moment hört man aus Washington eher, dass es daran liegt, dass der jetzt ernannte und sozusagen Beauftragte, der Emissär, der neue für Trump in Sachen Handelsabkommen bzw. Zölle, Wilbur Ross, der Wirtschaftsminister ist, das war ja bis vor kurzem noch jemand anders bekanntermaßen, und der bräuchte so ein Stück weit Zeit, das ist das, was wir auch hören, sich noch einzuarbeiten. Die Amerikaner wären also noch gar nicht so weit. Ob das jetzt taktieren ist, ob da, ich vermute, das klingt, ist, fast so, klingt also natürlich nach taktieren. Ich glaube nicht, dass wir, ich könnte mir vorstellen, dass so etwas wie noch eine Woche oder zwei Wochen oder noch einmal Bedenkzeit sozusagen auch um Macron und Merkel vielleicht die Chance zu geben, auch mit Cecilia Malmström, die EU-Kommissarin, die Zuständige, das muss ja koordiniert werden. Da gibt es ja auch ein bisschen den Unmut, dass Merkel sich schon etwas zu weit rausgewagt hat, indem sie gesagt hat, also sie geht davon aus, in der Frage der Zölle, dass nichts Großes bewegen wird. Sie ist ja mit eher pessimistischer Haltung, Grundhaltung dorthin gefahren und dorthin geflogen. Also insofern ist das, glaube ich, das Maximum, was man rausholen kann. Man kann nicht erwarten, dass Frau Merkel jetzt tatsächlich mehr rausholen wird, auch wenn ihr Gewicht nach wie vor, ob das Frankreich mag oder nicht, will oder nicht, ein größeres ist in Europa als das Frankreich, zumindest so, wie es der Stand im Moment, wie es der Stand ist der Dinge. Man kann aber nicht erwarten, dass sie mehr rausholen wird, als Herr Macron rausgeholt hat. Und von Macron hören wir skeptische Töne, hören wir eben, dass er keine große Hoffnung hat mit Blick auf den Iran-Deal, dass er auch noch keine große Hoffnung hat, obwohl er jeweils zumindest anzubieten hat, so etwas wie Kompromissbereitschaft, das wird Frau Merkel auch tun. Wie sollen wir da, wie können wir da im Moment optimistischerweise erwarten, dass Frau Merkel mehr rausholen wird? Aber genau, also zurückkommt dann beispielsweise auch nochmal auf die Iran-Frage, höchst sensibel. Trump will am 12. Mai entscheiden, ob er geht oder nicht aus diesem Abkommen. Wie wird da Ihre Strategie sein, darauf einzuwirken? Wird sie den Weg gehen, den Macron auch gegangen ist? Europäer bleiben drin, aber man könnte ja noch was anderes verhandeln. Das wird sie mit Sicherheit tun. Also es wäre sehr überzeugt? Empfehlenswert. Ob sie davon überzeugt ist, das steht auf einem anderen Blatt. Aber die Europäer müssen sich bewegen. Macron hat das ein Stück weit getan. Merkel muss es vielleicht umso mehr noch tun. Wir sehen jetzt, dass dieser Mann, das Interessante ist ja, dass Macron Avancen gemacht hat, sogar gesagt hat, also Iran können wir in irgendeiner Form nicht das Paket öffnen, aber wir können also Zusatzvereinbarungen verabreden. Wir sollten uns irgendetwas, außerhalb des sozusagen Nuklearabkommens sollten wir uns Gedanken darüber machen, was uns bewegt, nämlich die Militarisierung Irans, die Aufrüstung sozusagen, die Tatsache, dass es mit Mittelstreckenraketen mittlerweile nicht nur seine Nachbarn, nicht nur Saudi-Arabien, sondern auch Israel bedrohen kann, die Tatsache, dass es den Terror finanziert und unterstützt in der Region. All das sind natürlich Dinge, da sollten wir uns bewegen. Das Interessante ist aber, und das Gleiche geht ja für die Handelsfeinde, das Interessante ist, dass Trump in dem, oder China, wo Macron auch Avancen gemacht und gesagt hat, also gegen China müssen wir vorgehen. Vor ein paar Wochen hieß es aus Washington, das ist Trump, hieß es noch, die Europäer werden aufgefordert, wir sollten doch gemeinsam gegen China vorgehen. Jetzt will er von dem nichts wissen. Er sagt, China, das brauchen wir nicht, das mache ich alleine. Ich will nur Pakete schnüren mit den Europäern. Daran sieht man einmal mehr nicht nur die Unberechenbarkeit, sondern wie er Politik denkt und wie er Politik betreibt. Den größeren Kontext lässt er allzu schnell immer wieder aus den Augen. In 2 Stunden oder 2,5 sind wir dann vielleicht schlauer. Wir blicken noch mal auf das Bild aus Washington. Da tut sich bislang noch nichts nach Washington. Dort sehen wir den US-Präsidenten vor der Tür des Weißen Hauses in freudiger Erwartung der Bundeskanzlerin, hat schon in die Hände geklatscht und begrüßt sie gleich, wenn sie aus dem Auto steigt. Genau in diesen Sekunden ist das der Fall. Sie sehen die Küsschen links, Küsschen rechts. Das muss er sich bei Emmanuel Macron abgeschaut haben. Möglicherweise, offensichtlich verstehen sie sich dann ja vielleicht doch ein bisschen besser als erwartet. Auf jeden Fall, wir sehen die amerikanische und die deutsche Fahne an dem Wagen der Bundeskanzlerin. Jetzt geht es los. 2 bis 2,5 Stunden wird gesprochen und danach die Pressekonferenz, die wir selbstverständlich live für Sie übertragen.